Menschen, ihr könnt mich hören. Ja, wir laufen. Okay, Hallöchen. Wir spielen jetzt Remnant 2 und zu zweit würde ich es gerne spielen. Deswegen muss ich mich heute mit Einführung und Gelaber ein bisschen zurückhalten. Das ist halt echt wirklich so ein Ding. Aber jetzt ist besser, ne? Das ist hier es sind wirklich die Schalter. Ich könnte euch zeigen, die Regler und man bedient die, aber wenn das Tool nicht an ist, dann leuchten die nur und bringen nichts. Und man vergisst es dann gerne. So, jetzt geht's, oder? Jetzt bin ich lauter. Wenn ich mich selbst bemitleiden wollte, wäre ich bei deinem Vater geblieben. Da geht's ziemlich tief runter. Lass mich dir runterhelfen. Ja, die Stimme ist zu jung. Fuck. Dreimal. Was? Ach, jetzt komm schon. Dreimal habe ich dich jetzt gerettet. Der Erdrutsch, dein Fuß. Was? Du wärst jetzt tot, wenn meine Mama mir nicht beigebracht hätte, wie man eine Wunde verbindet. Gut, dann eben zweimal. Der Erdrutsch und gerade eben. Hey, lass mich mal sehen. Lass mich. Die Stimme passt so gar nicht, ey. Mir geht's gut. Na komm, krempel den Ärmel hoch und gib zu, dass wir Freunde sind. Das Ding ist, ich mir noch. Er ist wirklich 16, wie die Stimme suggeriert. Nur sein Gesicht ist einfach hart wegen der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, die ihr nicht hören konntet, weil es zu laut war. Hör zu, nicht gebrochen, kein Blut. Er wird sich beruhigen. Das macht er doch immer. Los. Der Junge sagte, zur Station geht's hier lang. So, guter Tag. Okay, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Okay, es geht weiter, sorry. Ich mache doch das Tutorial. Ich war vor 10 Minuten noch auf dem Balkon und habe dem Edel zugeguckt. Jetzt muss ich schon wieder selbst... Oh, es ist ja wirklich... ihr habt ja recht. Das ist ja krass. Es sieht halt wirklich genauso aus. Also wie Last of Us. Hast du jemals vom Nordpol gehört? Hm. Das alte Märchen? Ja, wie diese Station. Ein alter weißer Typ hat sie gegründet. Nahrung und frisches Wasser. Alle vertragen sich. Das klingt mir nach einem Märchen. Sicher nur ein paar alte Typen, die sich unter der Erde verkriechen. Ich hoffe nur, dass wir ein paar Vorräte tauschen können. Ansonsten halten wir hier draußen nicht länger durch. Meinst du, dass Leute echt so gelebt haben? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in Fultons Original Blend drin ist, aber so glücklich habe ich noch nie jemanden gesehen. Nicht im echten Leben. Also von hinten ist die Stimme toll. Alter Mann, junge Stimme. Kann man das nicht auch auf den Streamer anwenden? Deswegen, es ist so wunderschön Meta. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt gar nicht mit dem gebührenden Respekt behandelt, weil ich glaube, das könnte richtig cool sein. Ich habe aber auch den ersten Teil nur so peripher mitgekriegt, weiß was, ungefähr, was da so geht, habe den Key auch und habe es auch gespielt. Vielleicht mal ein paar Minuten, aber ich habe es nie richtig gespielt. Deswegen fehlt mir so ein bisschen der Vergleich zum Original. Aber ich mag diese apokalyptische Welt, sage ich ja immer wieder bei solchen Titeln, dass ich die sehr angenehm finde. Warum, weiß ich nicht, weil die wäre, du kratzt dich einmal sofort... Tetanus, Wundstarkrampf und dann fault dir was ab. Das erinnert mich an diese Slacklinerin, die abgestürzt ist im Dschungel irgendwo und hat es mit nur ein paar Kratzern überlebt. Hat dann aber so eine von diesen fleischfressenden Bakterien in diese Kratzer bekommen beim Absturz und bei der Rettung. Verschlossen. Und hat dann diverse Körperteile verloren. Jetzt nicht umkehren. Und deswegen ist das keine Welt, in der man leben will. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, natürlich. Ich meine jetzt ernsthaft. Hey Adlerauge, sieh mal, ob du deinen Hintern durch die Öffnung. Das ist aber eine gute Idee von dir.
Ah. Na endlich. Was war denn los? Ja, komm. Wie sie dann, wir haben doch keine Zeit, wie sie da so galant hier durchschreitet. Um eine Sache zu... Was diesen armen Schwein wohl zugestoßen ist? Um eine Sache zu loben, es läuft super mit dem Controller. Was ja eigentlich auch zu erwarten ist, aber ist für den einen oder anderen sicher eine Frage, die man mal stellen kann, wie gut es sich so irgendwie anfühlt. Und es fühlt sich sehr, sehr griffig an. Bis auf die Tatsache, dass ich... Oh, X. Oder was hier? X, ja. Okay. Verwende sie für deinen kaputten Knöchel. Mir bringt sie nichts. Muss denn jetzt eigentlich der X-Controller umbenannt werden? Also der Button in Twitter? Oder, also ich meine, ist jetzt alles, was X heißt, automatisch Elon Musk? Ich finde, man sollte den Buchstaben X einfach boykottieren ab jetzt. Hey, komm schon. Mir gefällt es hier. Da hat er vor der Dame einfach mal so eine Schweinehälfte reingemampft. Oder eine Wurzel. Oder was? Ich will ja helfen, aber wie? Hey, hier drüben. Game sieht aus, wie wenn man Last of Us bei AliExpress bestellt. Ich weiß es nicht. Gibt dem Spiel einen Schuss. Schau mal, diese eine Staubflocke, die ist doch extra nur für euch da so einmal projiziert worden. Die ist doch nicht umsonst. Soll die nicht hier... Guck, die andere auch. Sollen die nicht so rumflattern? Die geben sich hier auch Mühe. Aber ich frage mich schon, ob der Edu überhaupt die ersten zwei Stunden, bis wir Koop spielen können, überlebt. Ohne zu sagen, ah, es ist kein Souls, ich höre auf. Ich hoffe nicht. Es ist ja wirklich, ganz im Ernst, es ist so abwegig und so schwer vergleichbar mit sowas wie Souls, weil man ja, ich weiß gar nicht, wo der Vergleich herkommt, wenn ich das so spiele, um ehrlich zu sein. Weil man ja einfach auf Fernwaffen setzt. Oh, das ist übel. Übel mit einer Beilage Brokkoli. Was soll das denn heißen? Meine Ma hat das früher gesagt. War deine Ma vielleicht lustig? Oder war die ein Clown? Ja, keine Ahnung, ich dachte, das normalerweise, mir wurde beigebracht, dass sowas Schwulstiges explodiert, wenn das noch so pink wabert. Komm. Ah! Gut geschafft. Hey, das zählt übrigens nicht. Das, jetzt verstehe ich, glaube ich, ein bisschen, wo diese Souls-Bindung herkommt. Weil, um es kurz zu beschreiben, jetzt hier, wenn ich so bewege, sieht es halt wie immer aus. Ne? Kann man natürlich auch weniger machen, filigran oder schnell. Ich wette, ja, okay, mit der Maus geht auch so. Finde ich nicht so schön übrigens. Oh, das geht nicht. Aber, wenn man jemanden anvisiert, einen Feind. Ja, ich bin doch jetzt, lass mich doch gerade noch was erklären. Siehst du nicht, dass ich im Streamer-Mode bin? Ich muss das jetzt kurz erklären. Dann lockt das so ein bisschen an. Ich kann das nur vergleichen mit einem ähnlichen Effekt in Halo, wo ja auch so ein Unlock-Feature ist. So ein bisschen, es hilft so ein bisschen nach, es ist so magnetisch. Und ich glaube, das... Hey, ja, okay, ist ja gut. Das fühlt sich im Gefecht ganz cool an und dann noch die Punkte, wie sie abgezogen werden. Fühlt sich nicht so statisch an, wie man es bei sowas da normalerweise erwartet, wenn so Punkte irgendwie subtrahiert werden. Subtraktiert? Subtrahiert. Subtriert. Ey, Mathe ist eine der schlimmsten Sachen auf der ganzen Welt, meiner Ansicht nach. Und ich beneide jeden, für den es einfach ist. Ich habe ein, zwei Freunde, für die es sehr einfach ist. Die lachen sich ihr Leben schon lang über mich kaputt. Aber für mich ist das so schwer. Alles, was damit zusammenhängt. Physik, Chemie, Musik. Okay. Apropos Sub, es gibt übrigens auch Prime Subs. Ja, von Subway, ne, gibt's die. Mit so Rindimitat. Ich bekomme den Eindruck, dass es nicht so eine gute Idee war, nach dieser Station zu suchen. Das frage ich mich auch. Ich hätte längst schon eine Mundmaske aufgezogen, weil die
Die Dinger flattern hier ja auch überall rum. Stell dir mal vor, du atmest eine von diesen Sporen ein. Bei ihm ist es wahrscheinlich egal, weil die Nasenhaare vom Bart, die funktionieren als natürlicher männlicher Luftfilter. Aber für sie, ohne natürlichen Barthaarwuchs, schwierig. Ich würde sogar dazu übergehen, so ein Kunstbart mir anzukleben, nur um diesen Filtereffekt zu haben. Gerade dein Resi 4 auf Veteran nachgeholt. Harter Stoff. Erste Stunde, dann hole ich mir im Laufe deines Durchlaufs. Oh, das sieht nicht nach Spaß aus. Naja, also ich habe natürlich... Es ist natürlich auch bescheuert. Aber ich kenne... Als wären noch ein paar Holzmonster da. Ich kenne das Spiel natürlich so gut, nee, dass ich es dann auch mal auf hart spielen will. Aber Spaß macht's nicht. Vielleicht sollten wir umkehren. Wir gehen einfach den gleichen Weg zurück. Wir finden einen anderen Ausweg. Was, wo? Okay, ich dachte, das ist schon größer. Ach so, okay, ausweichen, ja klar. Okay, das Ausweichen natürlich. Und dann kommt wahrscheinlich irgendwo noch das Bonfire und das Aufleveln und dann sind wir ja schon irgendwo. Alter, okay, ich müsste mal heilen, ne? Was war das nochmal? Haben die es gerade gezeigt? Haben die gerade gesagt, was heilen ist? Ich muss hier gerade erstmal klarkommen. Ah, shit. Schnell was trinken. Nein. What? Ach so, man, okay. Ja, irgendwie muss das sich ja auch entwickeln, das Spiel. Alles in Ordnung. Ihr seid in Sicherheit. Hey, warte mal. Wir sind Freunde. Wir sind hier, um zu helfen. Ich kann das nicht länger halten, Bo. Cool. Danke. Wer seid ihr? Keine Zeit für Fragen. Wir müssen hier weg. Auf drei. Eins. Zwei. Hab ich nicht. Jetzt seid ihr auf euch allein gestellt. Hey, wir haben immer noch uns. Richtig. Folgt uns, ihr zwei. Das waren nicht die letzten dieser Art. Hm. Ich hab meine Cam mal hier oben in die Ecke, weil da soll sie wohl am wenigsten stören, dann, ja, es ist wirklich die einzige Ecke, die noch frei ist. Aber
Das hat mir jetzt richtig gut gefallen. Ich bin jetzt auch ein bisschen ruhiger. Ich lasse jetzt auch mal das Spiel wirken, weil ich musste gerade erstmal den ganzen Bullshit aus dem Kopf kriegen. Aber auch begrüße euch alle hier und jetzt geht's weiter mit dem Spiel. Ja, sie ist nicht weit von hier. Aber der Weg nach unten ist eingestürzt. Ich mach mir was. Wir müssen einen anderen Weg rausfinden. Ja, diese Haken durch den Bauchnummer, er war ja, glaube ich, tot und wurde jetzt wiederbelebt mit dieser, mit dem Energiebällchen. Aber diese Rotfiltergeschichte sieht schon irgendwie toll aus. Also ich mag das, wenn ein Spiel, sag ich mal, zu bunten Farben greift, obwohl Rot ja jetzt auch nicht relativ unbenutzt. Nicht ich habe mal den Magneteffekt ganz kurz gesehen, ne? Wie das so ein bisschen mit nach rechts gefahren ist. Aber das finde ich ganz cool, weil es irgendwie hilft, den Spaßfaktor oben zu halten. Man friemelt sich da nicht dran vorbei. Also man zuckelt nicht so hin und her, sondern man kann so ganz in Ruhe durchballern und sich cool fühlen dabei. Und darum geht es ja eigentlich. Man kann natürlich den Kopf auch anvisieren, weil es besser läuft. Also ich finde den Effekt nicht schlecht. Kann aber sein, dass der später weg ist, also wenn man auf anderen Modi spielt. Jetzt das Spiel etwas zu laut, ne? Okay. Ja, es ist die Abmischung zwischen... Okay, so. Gucken wir mal. X. Ja, die Rolle ist nicht schlecht, ne? Brennrolle. Rasten. Das ist die Dark Souls-Formel. Rennen, rollen, rasten. Und alles, was wir sonst noch mit R finden. Mehr, was anderes geht leider nicht. Feuer geht nicht. Bonfire oder so. Nee. So. Ich hoffe, dass es noch andere Farbbälle gibt, die untereinander auch vermischt werden, wie in der Disco. Das wäre mal ein bisschen was Uniques. Ja, das ist ein guter Punkt. Stimmt schon, Nicola. Ne? Gerade noch gestorben, jetzt schon wieder psychisch komplett da. Ich wäre da etwas anders drauf, glaube ich. Stimmt, diese Fahrt, wo man eh nur langläuft, wäre eigentlich gut, um das ein bisschen zu reflektieren. Aber guckt ihn euch an. Er ist 48, aber klingt wie gerade im Stimmbruch. Und da ist einfach offensichtlich was mit dem Charakter auch psychisch nicht ganz in Ordnung. Jetzt sind wir zurückgelaufen, ne? Ist das in irgendeiner Hinsicht erstrebenswert? Freundlicher Kontakt. Heißt das, ich soll... Nee, die... oh scheiße, hätte ich mit denen mitgehen sollen. Hätte ich... Bin ich jetzt einfach falsch gelaufen, ne? Okay. Scheiße. Was, ich war nicht... Mann, hast du wieder nicht aufgepasst, Simon? Ja, aber dafür haben wir unterhalten. Nee, manchmal muss man aber auch mal entertainen oder lassen und dafür einfach mal raffen. Nee, Simon, jetzt hör doch auf, mich immer anzugreifen. Siehst du nicht, wie das da rot wird? Wir müssen ein... Simon! Geradeaus. Hab mir vorhin das YouTube-Video zu Only Climb angesehen von Simon. Ist da Jörg einfach reingetrollt? Naja, also wir haben das Passwort ja, sag ich mal, ziemlich lax gehandelt und deswegen gab es dann Leute, die es geschafft haben, sich da rein zu hacken. Das ist die wahre Geschichte des großen Nilmon-Hacks mit Nicola, der war auch dabei. So soll er in die Geschichte eingehen. Ja, ich weiß, Leute, ne? Er ist ja wieder falsch gelaufen. Aber es war doch auch schön, ich war so abgelenkt und habe mich die ganze Zeit auch gefragt, man kann ja einfach langlaufen, ohne dass, ich habe sogar noch mich noch gefragt, dieser Moment wäre doch gut, um so ein bisschen zu reflektieren. Aber wahrscheinlich im echten Spiel kann man nicht reflektieren. Oh, das war ich jetzt. Linker Stick. Disco. Oh Gott, ich muss das Spiel ernst nehmen. Disco. Ich kann nicht. Irgendwas ist anders diesmal. Dieser Move ist auch cool. Also der macht richtig Spaß zu machen.
Obwohl der natürlich wahrscheinlich relativ selten zum Einsatz gebracht wird. Ne, also und gerade bei Only Climb muss ich ja sagen, das hat ja einen riesen Spaß gemacht und das war ja auch cool, dass dann Leute reinkamen, die mir zum Beispiel das ein oder andere Mal gezeigt haben, wo man wie abspringen muss. Das war schon cool. Neben natürlich Matteo, der auf jeden Fall halt schon genau wusste, wo die Müllcontainer sind und so. Holzmonster wissen, dass sie verloren haben. Aber sie werden nicht einfach so aufgeben. Durch die Wand geboxt. Da kommen sie. Ah, ich kann mir gut vorstellen, dass das Schulterwechseln. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Schulterwechseln. Ah! Wichtig ist, weil man ja mit mehreren Leuten spielt und dann läuft eben einer gerne mal vor der vor dem Monster rum und dann kann man eben den Winkel wechseln. Ich glaube schon, dass das eine gute Idee ist. Jetzt erschließt sich mir das auf jeden Fall. Hier, man sieht es ja hier ganz gut. Aber das ist ja nicht alles, wir müssen ja auch rollen. Und rasten. Aber im Moment rasten wir nicht. Jetzt rollen wir erstmal. Und reinballern müssen wir auch. Reinballern ist die Formel. Ob mit dem Schwert oder mit dem Ballermann. Reinballern ist auch so ein typisches Souls-Ding. Oh, die Mucke ist auch gut. Scheiße, ich brauche auch mal langsam Energie. Sonst könnt ihr mich gleich wiederbeleben. Nein, nein, ich muss es schaffen. Nein, nicht. Nicht Nahkampf. Na, guck doch an. Es war so knapp. Nur noch der Kleine. Ja. Ich habe das gemacht. Ich war das. Ihr wart alle dabei. Hey, alles okay? Nicht schlecht geschossen, Fremdling. Ja, ich hatte etwas Übung. Das glaube ich. Aber keine Sorge, die Station ist sicher. Sicherer. Also, echt jetzt? Nahrung und Wasser? Und Leute, die mit einem alten weißen Typen abhängen? Ey, Vorsicht mit dem Rassismus hier. So ungefähr. Man muss ja nicht sagen. Es ist die Endzeit. Hey, ja, ich hab dir gesagt. Lass mich dir etwas Wasser holen. Sie hat sogar hier so ein Tuch, ne? Nutz es mal, oder ist es einfach ein Fashion-Urteil? Hier, Fashion-Statement. Ich hab noch einen üblen Fall gesehen. Mir geht es gut. Wir müssen sie zur Station bringen. Und zwar schnell. Die Ärztin dort ist ihre einzige Chance. Wir sollten weiter. Und zwar bevor es dunkel wird. Ich hab das Gefühl, da haben sie der Synchronsprecherin erstmal ein Zigarillo gegeben, die normalerweise nicht raucht und dann. Nee, rauch hier in dem Raum. Nee, direkt vor dem Mikro. Ein Zug reicht und du hast es in einem One-Shot aufgenommen, das Husten. Das klang sehr authentisch. Eine gute Husterin, auf jeden Fall. So. Jetzt müsste es laut genug sein, aber nicht zu laut. Sagt mal Bescheid. Ich bin auf jeden Fall im roten Bereich fast. Jetzt müsste ich sogar noch lauter sein. Geil. Das war so dieses Meme, dieses...
den bärtigen Zausel im Wald. Nicht schlecht, Sadboy. Du hast dir einfach gekauft, oh, verdammt. Ja. Das ist Wriggler. War auch so kurz davor, es selbst zu kaufen. Aber dann hat mir Rocket Beans und der gute Fabian Kahne nochmal einen Key besorgt. Vielen Dank an der Stelle. Wir kümmern uns gut um sie. Willkommen in Station 13. Aber was ist denn jetzt mit ihr? Rix hat recht. Ihr wird's gut gehen. Geht es dir gut? Nur Kopfschmerzen. Hey, hey, Clementine. Du siehst nicht gut aus. Ich hol dir Wasser. Mir geht's gut. Nein, dir geht es nicht gut. Du brauchst Ruhe. Oh. Stil der Waffen und der Kleidung gefällt mir. Er ist der Bürgermeister der Station. Deshalb denkt er, dass er bei allem und jedem das Sagen hat. Hör mal. Ich werde mich bei Fort melden und mich dann ausruhen. In Ordnung? Ich habe schon viel Schlimmeres durchgemacht. Also, Fremdling, deiner Freundin wird es gut gehen. Ich bin Bo Ward. Und das ist Station 13. Du musst weit gereist sein. Die Saat stirbt zwar langsam aus, aber die Straßen sind immer noch gefährlich. Was habt ihr beiden da draußen gemacht? Wir haben nach euch gesucht. Nach dieser Station am vorherigen Ort war es nicht sicher und dann haben wir von dieser Station gehört. Nun, hier wirst du sicher sein, solange es nötig ist, Fremdling. Ich wusste gar nicht, dass Leute Bescheid wissen, was wir hier machen. Irgendwie ist das nett. Hey, frag rum, wenn du etwas brauchst. Oh, fang bei Ford an. Er möchte dich sicher kennenlernen. Ich lade mal Ede ein zum Squad-Stream. Da könnt ihr das dann ja verfolgen. Sobald wir an einer Stelle sind, wo wir zusammen spielen können, werden wir das dann wahrscheinlich auch machen, nehme ich mal an. Hast du etwas auf dem Herzen, Fremdling? Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ihr uns da draußen gerettet habt. Bist du der Anführer hier? Was mit Clementine? Ich meinte, weil sie diese Kräfte hat. Unglaublich, nicht wahr? Niemand versteht wirklich, wie sie das macht, nicht einmal sie. Aber das Gefühl in der Atmosphäre, nachdem sie sie so niederschmettert, es ist elektrisch, wie die Sonne nach einem Sturm. Sie ist etwas Besonderes, Fremdling, und trägt ziemlich viel in Sachen Sicherheit bei. Zwischen uns, ich weiß nicht, was? Nein, nein, das ist nicht, nein. Ich meine schon, aber so ist es nicht. Ich, hast du schon mal jemanden wie sie getroffen, Fremdling? Ich nicht. Also, ich bin nicht immer der Tapferste, weißt du? Was? Sie kämpft für die Leute, egal was es ihr abverlangt. Deshalb möchte ich mich verbessern. Ich möchte sie stolz machen, weißt du? Man kann sagen, dass sie meine Inspiration ist. Oh, aber sag ihr nicht, dass ich das gesagt habe. Hey, ich bin nur froh, dass wir euch rechtzeitig erreicht haben. Ihr habt ein Holzmonsternest gegen euch aufgebracht. So viele auf einem Fleck habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Holzmonster. Oh, dank Wally. Er hat uns vorgewarnt, dass jemand kommt. Daraufhin hat Clementine euch gefunden. Er hat irgendwie einen sechsten Sinn für die Saat. Und dann dachten wir, da wo sich die Saat versammelt, ist sicher jemand in Schwierigkeiten. Und dann fanden wir euch. Ist mit Saat die Macht gemeint hier, mit der sie die aufgehalten hat? Oder ist es die, sind es die Viren, dieses rote... Nein, nein, das war etwas anderes. Clementine, sie ist unglaublich. Aber sie schleppt eine Menge mit sich rum. Ich weiß nicht, was sie alles sieht, aber wir machen uns alle Sorgen um sie. Schon irgendwie. Ich habe die alte Station bewacht. Das war so vor 20 Jahren. Ich habe hier und da ausgeholfen. Aber bevor Commander Ford starb, haben sie und der Gründer mich quasi zum Anführer gemacht. Vielleicht wollte sonst niemand den Job, keine Ahnung. Du siehst ziemlich jung aus. Die einzige Familie, die ich je hatte. Ich werde alles tun, um alle zu beschützen. Es ist echt so lustig, weil dieses Thema immer wieder aufkommt. Aber natürlich muss ich das hier nehmen. Du siehst ziemlich jung aus, genauso wie ich. Auch ich bin knappe 20. Wie hast du denn vor 20 Jahren Wache gestanden? Oh,
Danke? Ich weiß auch nicht. Ja, für beide, ne? Wir sind gut gealtert. Gutes Essen, viel Schlaf und so. Commander Ford sagte immer, dass eine Anführerin sich um niemanden kümmern kann, wenn sie sich nicht erst um sich selbst kümmert. Das ist das Wichtigste. Ich versuche einfach gesund zu leben. Sie hat es vermutlich vom Gründer gelernt. Er ist seit Ewigkeiten dabei. Aber er selber ist nicht fürs Anführen zu haben. Sie ist seine Enkelin. Der Gründer war früher nicht oft hier, aber Commander Allen war wie eine Mutter für mich. Für uns alle in der alten Station. Es ist irgendwie unfair, dass sie vor ihm gestorben ist. Aber wenn unsere letzte Hoffnung stirbt, dann muss eine neue ihren Platz einnehmen. Hat sie immer gesagt. Schwer zu sagen. Die Kommandantin sprach immer von ihm, als wäre er gestorben, bevor ich geboren wurde. Das musst du ihn schon selber fragen. Aber er ist nicht wie der Rest von uns. Er hat viel gesehen. Okay, wir haken einmal alles ab. Ich weiß aber nicht, ob ich in Zukunft alles abhaken werde, weil ich die Gespräche irgendwie einen Ticken zu lang finde und irgendwie catcht es mich nicht so, die Ernsthaftigkeit der Situation, obwohl ich es eigentlich schon cool finde, aber vielleicht bin ich einfach nicht bereit für diese apokalyptische Vision im Moment. Habe ich noch zu wenig erlebt und emotional wurde ich vielleicht noch zu wenig mitgerissen. Im Moment sehe ich einfach nur drei Leute, die ihre Heizkosten bezahlen können. Und da muss ich aber rausgucken, um da jemanden zu finden, der heute noch die Heizkosten zahlen kann. Und dann kommt noch hier diese Wärmepumpe, jetzt will ich auch noch eine Wärmepumpe kaufen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber hat Ede eine Wärmepumpe in seinem neuen Haus? Moment. Moment, hat er? I doubt it. Der alte Haudegen hat einiges an Seemannsgarn auf Lager. Oh, wir reden später. Nett, wenn du ihnen eine Chance gibst. Wenn du irgendwas brauchst, dann weißt du, wo du mich findest. Ach so. Ich habe einen Eigenschaftspunkt. Den werde ich direkt mal ausnutzen. Vitalität, immer erstmal Vitalität. Ja, okay, dieses System ist auch so ein bisschen, wie man es halt kennt aus Spielen, wie auch Dark Souls, aber auch tausend anderen. Ich höre auch auf mit diesen Souls-Vergleichen. Also eine Sache, die mir auffällt, ist, das Kampfsystem ist in Abschnitten übernommen worden. Also die Idee, wenn man das zusammenfassen will unter Souls-like, dann passt das schon. Aber es sind halt nur die Spielmechaniken, weil so viel, wie hier geredet wird, die ganze Art, wie das so präsentiert wird, die passt eher zu einem klassischen Rollenspiel oder eben auch einem Spiel wie Last of Us, wo man eben ja wahrscheinlich noch Mini-Quests bekommt und sich bei dem einen ihr heilen, bei dem anderen kannst du aufleveln und so, die Klassiker halt. Und das ist ja nicht so in Souls-Spielen meistens, da ist das ja alles ein bisschen versteckter. Und auch ein bisschen mit Understatement und nicht so ausführlich. Und da wären nie so viele Leute, also allein das schon. Also ihr seht schon, das Spielsystem ist ein bisschen so wie das, was man damit verbinden könnte. Wobei ich immer noch auf sowas wie ein Bonfire warte. Oder ist es dann dieser Stein? Wir sind ja noch lange nicht, glaube ich, durchs Tutorial durch. Vielleicht lange nicht, aber eine Stunde oder so kann ich mir vorstellen, geht schon noch, bis man alles weiß. So viele neue Gesichter an diesen Tagen. Da draußen ist es anscheinend einfacher geworden. Willkommen, Fremdling. Okay, der Typ da gefällt mir aber. Der rechts ist der Allerbeste. Ich nenne mich Reggie. Das gilt auch für dich. Ich habe gesehen, wie du mit Beau und Clementine reingekommen bist. Du kannst sicher sein, dass sie alles für deine Freundin tun werden. Ist nicht die Erste, die hier durchkommt und Hilfe braucht. Ich muss das kurz machen. Gibt es eigentlich nicht ein Tool wie so eine Lupe für OBS, irgendwas, dass ich das schneller machen kann? Warum muss ich das manuell immer machen? Aber das nehmen wir jetzt kurz mit. Ich bin so abgelenkt von ihm. Und der macht, genau, das einzig Richtige in dieser Welt, der ratzt sich so richtig den Sack voll. Der pennt sich einen weg. Wahrscheinlich ist der wach die ganze Zeit. Und betrügt beim Schach, aber er checkt es nicht, ne? Er links mit dem Stock, er checkt es nicht. Wie, was? Matschzahn, das ist sein Name. Good old Matschzahn, so nennen sie ihn. Matschi McMatchinson, auch genannt Matschzahn. Eigentlich hat er ein hervorragendes Gebiss, aber der Name
ist einfach hängen geblieben. So wie Simon auf dem Ranzoomen dieses dummen Typen. Wobei, ich darf nicht schlecht über ihn reden. Ich weiß nicht. Vielleicht ist er der Chef hinter allem. Vielleicht hat er eigentlich alles erfunden hier, die ganze komische Technologie, die sie hier benutzen, hat er gemacht und deswegen hat er einen Schlaf der Gerechten verdient. Ich bin bekannt dafür, dass ich die ein oder andere Geschichte erzähle. Auch wenn der alte Matschzahn mir da durchaus Konkurrenz macht. Oder meinst du damit, dass ich die Geschichte... Der heißt ja wirklich so! Denn das mache ich ebenfalls. Und ich würde deine Geschichte auch gern hören, Fremdling. Matschzahn wäre ein geiler Name für Ultracore gewesen, ja. Das respektiere ich. Aber hey, deine Geschichte ist keine Voraussetzung dafür, dass ich dir eine erzähle. Lass mich wissen, wenn du eine hören willst. Und falls dich etwas bedrückt, dann hat der alte Reggie sicher was für dich. Wenn du Altmetall hast, komm zu mir. Frage ist natürlich, meint er Altmetall oder meint er alte Metal-Platten? Kann ich irgendwas kaufen? Ich habe 87 Schrauben. Also, ihr gebt euch wirklich gar keine Mühe mehr. Kronkorken war, fand ich, schon ziemlich abwegig. Aber Schrauben? Na gut, andererseits, Schrauben kannst du wenigstens benutzen. Aber Schrauben ist sowieso bescheuert. Ist also eine große Schraube mehr? Also, das ist ja nicht mal eine Schraube. Wissen das eine Mutter, ein Plättchen? Ist das mehr wert? Nee, aber er meint natürlich Schrott. Das wird alles verrechnet, ne? Aber kann ich denn zum Beispiel nicht was verkaufen? Habe ich gar nichts? Mach's gut, Fremdling. Ja, Matschzahn. Okay, wusste ich nicht. Das ist super. Matschzahn kann man sogar anquatschen. Und ausquetschen. Ach, Unsinn. Ich bin mir sicher, du hattest einen Grund. Mikasa et tu brute. Und all das. So, was kann der alte Matschzahn für dich tun, hä? Ein geiler Name. Na gut, Fremdling. Vielleicht habe ich ein paar Antworten für dich. Stadt nennst du das? Zu meiner Zeit würde man einen Ort wie diesen höchstens als ein Camp oder als ein Biwak bezeichnen. Nein, das ist keine Stadt. Noch nicht. Aber es ist ein guter Ort, um Fuß zu fassen. Ich habe jahrelang alleine gelebt, verstehst du? Hatte einen... Wie nennt man es? Hubenschreiber. Das Ding konnte zum Mond und wieder zurückfliegen. Wie dem auch sei. Ich lebte alleine. Als mein Junge Brabus auftauchte und sagte, wir sollten weiterziehen. Er meinte, es sei nicht mehr sicher für mich, so zu leben. Er hat mir von diesem Ort erzählt. Einige nette Leute hier. Musste mich aber erst wieder an Leute gewöhnen. Interessant, der hat ja wirklich die ganze Lebensgeschichte erstmal aufgedruckt. Weil es ja eigentlich hart. Okay, also dein Sohn ist hier, ne? Ist das dein Sohn? Rubus? Nee, wer weiß das schon? Robbie oder so heißt der, ne? Brabus, nun, genau. Brabus ist mein Sohn. Es war seine Idee, okay, der lebt. Dieser kleinen Barackensiedlung beizutreten. Es war gar keine schlechte Idee. Er ist da drüben beim Schießstand, falls du nach ihm suchst. Er redet nicht viel. Er hat wohl die Gabe seines Alten nicht geerbt, hä? Ich mag den. Ich mag den Matschzahn sehr. Oh, danke auch, Null Petr. Der du mit einer Person, einer Gruppe von einer Person, ist eigentlich eine Person, raidest. Also bist du einfach rübergekommen. In dem Fall, ja. Herzlich willkommen. So, was kannst du mir über dich erzählen? Ach, so einiges. Ich heiße Matschzahn. Und es gibt niemanden, den es länger gibt oder der mehr gesehen hat als ich. Ist der auch im ersten Teil, ja. Der okay. Alte Ford. Aber diese alte Matschbirne schummelt. Er erzählt jedenfalls kaum Geschichten.
Es gibt nur drei Gründe, warum ich die Leute besuche. Wegen meiner Geschichten und dem Eintopf. Ja, also, was hättest du gern? Ach so? Hab ich das mit den Geschichten schon erwähnt? Für den auch, hä? Dann war's das wohl. Meine Geschichten und meinen Eintopf. Hör mal, bist du sicher mit den drei Gründen? Denn es gibt nur zwei. Und da bin ich sicher. Der hat noch den Schnaps dahinter, oder? Das ist doch eigentlich die Erklärung. Es gibt nur zwei Gründe, warum die Leute Matschzahn besuchen. Und du kennst beide. Ich muss sagen, dein Erinnerungsvermögen lässt nach. Das ist schade. Was hat er denn zu handeln? Ja, aber er ist noch nicht fertig. Der Mittagsansturm war heute etwas heftig, muss ich sagen. Aber ich habe schneller welchen für dich, als du die verrückten Acht sagen kannst. Naja, vielleicht doch nicht so schnell. Ich hab's ja gerade schon gesagt. Komm einfach später wieder. Ich werde dir eine Schüssel aufheben. Komm einfach später. Okay, ja, ich hab nicht aufgepasst. Ich werde dir eine Schüssel aufheben. Aufbrechen, ne? Okay, das war mir jetzt genug Gequatsche, wobei ich sagen muss, dass das schon gar nicht so schlecht war. Er hier, der Veteran, und Matschzahn. Wer war das nochmal? Ronnie, hey, Benny? Ich will mal kurz gucken, wie der heißt. Reggie. Mach's gut. Reggie, Matschzahn. Suchst du nach Ford? Er ist oben in der Lagerhalle, da drüben. Und das meine ich. Ich werde hier eh noch genug quatschen. Und ja, Non-Binary Balloon. Ich habe einen Key bekommen. Danke an der Stelle an Rocket Beans. Das ist mein letztes Wort. Ich kann mich nicht erinnern. Und natürlich die Publisher in dem Fall. Nicht in diesem Ton, junge Dame. Wie bitte? Ich bin 132 Jahre alt, falls du das vergessen hast. Und ich bin nicht dein Kind. Du hast keine Macht über mich. Darüber reden wir später. Geh mir aus dem Weg. Kiste! Kiste, 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 Kiste! Papa, Kiste, Papa, Kiste, Papa, Kiste, Kiste! Wen haben wir denn da? Ah, der Fremdling. Natürlich. Wallace sagte, ja, genau zum richtigen Zeitpunkt. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest. Aber du kennst das sicher. Familien streiten sich. Andrew Ford. Gut, deine Bekanntschaft zu machen. Ich glaube, mein Ruf eilt mir voraus. Laut meinem Chat hätten die sich übrigens jetzt knapp 10 Minuten weiter unterhalten, hätte ich sie nicht unterbrochen. Normalerweise höre ich mir sowas auch sehr, sehr gerne an. Also nur, ich war so drin. Und ich habe natürlich auch die Kiste, hat einfach den Radius der Kiste, ich habe ihn quasi gespürt. Ich wusste, da ist was Wichtiges, da muss ich sofort hin. Aber die Kiste geht leider nicht auf. Hier, und ich habe auch keine Option dafür. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Und ich muss dich um einen Gefallen bitten. Also los, du zuerst. Das ist eine zu lange Geschichte, als dass ich sie jetzt erzählen möchte. Bleiben wir bei der Sache. Weißt du, wie einige Dinge, die man trinkt, betrunken machen? Und einige Dinge, die man isst, krank und schläfrig? Nun, wiederum andere Dinge tun dies. Es ist eine große Welt da draußen. Die richtige Antwort ist eigentlich, bekomme ich was ab. Das ist nicht meine Art. Und du solltest vorsichtig sein, was du dir wünschst, Fremdling. Das ist übrigens ein sehr guter Gedanke, finde ich, den ich unterstütze aus dem Chat. Mask of Sanity sagt, ich finde, die ganze Quatscherei kommt zu früh. Hat er auch nicht die nötige Ruhe. Man will ja erstmal ein bisschen ballern. Gerade nachdem man so angefixt ist und merkt, oh, das Ballern macht eigentlich Bock, auch mit Leuten und so. Und dann kommt direkt so eine Stadt, wo jeder einzelne Charakter wichtig sein könnte. Ich verstehe ja, dass man das alles erstmal skippt. Aber ja, genau, ich würde gern mehr über die Leute erfahren, die hier genau leben. Will meinst? Man ja schon. Ich habe andere Fragen. Okay, Fremdling. Deine Fragen sind beantwortet. Jetzt bin ich dran. Nein! Ich brauche eine fähige Person, die einem alten Mann wie mir aushilft.
Sprich mit Wally. Du findest ihn bei den Docks. Rüste dich danach aus und triff mich vor dem Tor der Station. Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Okay, das ist genau das, ne? Dieses Look and Feel. Kiste, Kiste! Dieses Look and Feel von Souls wird nicht erreicht, aber soll auch vielleicht gar nicht erreicht werden. Es ist an der auch wirklich völlig in Ordnung, sein eigenständiges Spiel zu sein. Aber die Spielmechanik erinnert doch wirklich daran. Insofern freue ich mich auf die Kämpfe und bin jetzt noch nicht so ganz drin, was die Geschichte angeht, weil es mir irgendwie zu ruhig für den Anfang ist. Ich habe so einen Triggerfinger. Ich habe dann echt wirklich zu wenig geballert, bevor ich hier reingekommen bin, als dass ich das Gefühl hatte, das reicht jetzt. Lieber wäre ich noch mal ein bisschen alleine durch die Stadt gelaufen oder so, hätte diese Stimmung erstmal aufgesogen, weil irgendwie erwartet wird, die Leute reden mit einem, als wäre man zum ersten Mal in dieser Welt. Aber der Charakter sieht ja nun mal nicht so aus, als wäre er zum ersten Mal in dieser Welt. Ich habe ja die Geschichte erzählt mit ihm und seinem Hund, den er essen musste. Und deswegen hat er diese Krallenspuren an der Wange wegen dem Hund, den er essen musste. Und den Tränen, die dann seine Haut da gegerbt haben. Und deswegen hat er viel gelebt und hart. Und er ist eigentlich knapp Mitte 20, aber sieht halt einfach aus wie Mitte 40. Das ist sein Lifestyle. Und deswegen hat der ja einiges in dieser Welt schon auf sich genommen. Und irgendwie fühlt sich das nicht so an, sondern man wird so reingeworfen, es ist so mechanisch, läuft alles ab. Aber man hatte gar nicht die Chance, diese Welt auch mal kurz vorher alleine zu erkunden. Hast Angst, dich zu verlaufen? Geh einfach zu den Docks. Du wirst Wally erkennen, wenn du ihn siehst. Ich kann immer nur wieder sagen, ich will ja mit Ede spielen. Wir müssen aber noch so einen bestimmten Punkt im Spiel erreichen, nehme ich an. Wally erwartet dich. Ja. Glaubst mir nicht? Sprich mit ihm. Du wirst... Muss ich oben lang? Nee, ne? Geh zu den alten Docks, okay? Du hast okay. Keinen Nutzen für mich, solange du nicht mit Wally gesprochen hast. Ja, ja, okay. Es sah nur so aus, weil natürlich diese Raute auf der Map anzeigt, dass ich da vielleicht hingehen sollte, aber da ist noch unerforscht. Okay, Hauptweg. Ich suche ja auch eigentlich wieder so einen roten Bereich, den ich noch nicht gesehen habe. Die ganzen freundlichen Kontakte, ja klar. Mit der Reise ins erste Gebiet könnt ihr beide zusammenspielen. Wally ist oben auf dem Kran hinter dem Alien. Was? Wo hinter dem Alien? Apropos, wurde ein paar Mal gefragt, natürlich reden wir auch noch über die Alien-Geschichte, die gestern durchgeführt wurde, die Befragung von diesem Commander, Navy-Commander. Habe ich selbst noch nicht gesehen, ich habe nur so ein bisschen was gesehen und bin sehr gehypt, aber ich würde mir gerne das nochmal so ein Best-of zumindest angucken, um einfach mal die gesammelten Antworten und alles und ja, wette, da gibt es schon einiges zu, was man sich angucken kann und diskutieren kann, aber das kann ich halt nicht machen im Moment, weil jetzt erstmal Remnant gespielt werden will und dann mit Ede und dann mal gucken. So. Ich sehe dich, Fremdling. Ford erwartet dich. Wobei es ihm wahrscheinlich nicht ganz bewusst ist. Ihn finde ich eigentlich ganz cool. Er denkt, er braucht Hilfe. Er sieht gut aus. Sie ist die. Und die Stimme ist auch gut. Okay, redest du mal über meine Freunde? Ich sehe ihn direkt als Gefahr, nehme ich ihn wahr. Das ist der the guy she told you not to worry about. Du weißt es. Und auch wieder nicht. Entschuldige, ich sollte nichts sagen. Die Dinge werden kompliziert, wenn ich sie verrate. Ich bin Wallace. Habe ich das schon erwähnt? Wahrscheinlich. Die Sicht, weißt du. Entschuldige, das habe ich wahrscheinlich auch schon gesagt. Du hast einen Weg zu gehen. Du wählst hier den ersten Schritt. Aber dein Weg kann sich ändern, wenn du es möchtest. Okay, das ist interessant. Dr. Revolverheld. Oh, geil, da muss ich direkt an Roland denken aus der Dunkle Turm. Was ich ja liebe. Helfer. Moment, ich habe einen Hund. Oh. Ist es denn immer ein Hund? Oder kann ich auch noch mehr haben? Das macht Ede. Nahkämpfe und gesteigerte Überlebensfähigkeiten. Wobei ich sagen muss, Nahkämpfe sind auch cool. Stirbt langsam. Das klingt auch wie was für mich. Gibt es denn schon bei Ede was? Hat er vielleicht einen schon ausgewählt? Dann würde ich das unter anderem auch davon abhängig machen.
Das ist so ein Sniper, obwohl, was hat der hier für Fernschaden? Markieren. Markieren ist vielleicht ganz cool. Und dann der Doktor. Das ist was, was wahrscheinlich auch Nils vielleicht macht. Oder, nee, Nils nimmt auch den Hund, ne? Eddie hat den Jäger genommen. Also Jäger ist dann, Draufgänger, Jäger, okay. Ja, dann würde ich entweder den Doktor nehmen. Auch geil eigentlich, aber nur weil er so cool aussieht, weil ich gerne so rumlaufen würde, aber ich muss den Hund nehmen. Ja, das macht wirklich Sinn. Natürlich, dein Weg erwartet dich. Sag Brabus und McCabe, dass ich dich geschickt habe. Sie haben, was du benötigst. Sie sind der nächste Schritt auf deiner Reise. Bis zum nächsten Mal. Okay, Eda hat den Sniper. Ich habe das mit dem Wachhund. Drücke B, um einen Hinweis zu verwerfen. Kappe, Kleidung, Stiefel. Okay, ich habe die Klamotten. Dann nehme ich die direkt mal, ziehe ich mich direkt vor dem Typen passiv-aggressiv um und gucke ihn dabei die ganze Zeit in die Augen. Was willst du tun? Oh, was habe ich nicht? Trainers, des Überlebenden. Ach, ich habe die automatischen angezogen, ne? Ja, okay, warum nicht? Ja. Was habe ich hier? Ein Repetiergewehr, Nahkampfwaffe, Handfeuerwaffe, Helfer. Werde wiederbelebt vom Hund, was schon mal echt gut ist, wenn man... Wenn er diesen Trick beherrscht... Ah, da ist ja der Hund. Wie kann ich ihn... Oh, ich kann durch ihn durchgehen. Das ist aber ein braver Hund. Ja, ein stolzer Hund. Wie nennen wir ihn? Wie nennen wir ihn? Er braucht einen Namen. Wie heißt er hier? Ava McCabe oder Brabus? Nein, das kann nicht sein. Das sind irgendwelche anderen Figuren. Wie heißt der Hund? Und seht ihr, jetzt habe ich gar kein Bild mehr üb. Jetzt habe ich wirklich, jetzt habe ich keine Ecke mehr, in der ich mich noch packen kann. Es ist super lustig eigentlich. Ich habe nur noch hier so, kann ich nur so in der Ecke irgendwo rumäumeln. Dann packe ich mich jetzt hier hin. Das ist auch vielleicht besser für alle. So, damit habt ihr die Hälfte eures Bildes einfach voll. Mit Schrott. Ich würde sowas normalerweise so spielen, dass ich das rausnehmen würde. Stück für Stück. Ich finde es tatsächlich schade, dass sie den Hund nicht irgendwie in eine Story gepackt haben. Ja, den hätte man jetzt gerne bekommen. Einfach dadurch, dass man sich bewusst entscheidet, diesem Hund zu helfen oder in irgendeiner Form eine Quest zu machen. Den kriegt man wirklich einfach zugeworfen. Okay, er braucht auf jeden Fall einen guten... Namen, ich bin mir noch nicht sicher, wie. Das ist ja oft so, dass man erst die Persönlichkeit des Hundes einschätzen muss, bevor man ihm wirklich einen Namen geben kann. Komm, kommst du noch? Kommi! Oh, er ist weg. Da ist er. Hab das Gefühl, dass er teleporten kann. Ich beobachte dich jetzt. Ah, nee, er kommt. Ja, das Movement, man sollte vielleicht nicht unbedingt den armen Hund so beobachten. Das merkt man, da wird der unsicher. Okay, jetzt bin ich gerade bei Only Up und denke gerade so, okay, wo ist denn die nächste Ecke? Nein, es ist hier wär's. Aber es ist nicht Only Up. Guck doch einfach in den Himmel. Ah, okay. Das ist Only Up, fühlt sich manchmal an wie so ein Fiebertraum. Also man hat so diese Idee hinter dem Genre, einfach mal nach oben zu blicken und die Welt ist, geht immer weiter nach oben und schwebt über dir, stelle ich mir echt schlimm vor. Okay. Verschiebbare UI-Elemente müssen langsam mal Pflicht werden bei Videospielen. Exakt, du sagst es, Mann, Nikola. Tell 'em! Okay, hier bin ich irgendwie echt falsch, ne? Ach so, genau, jetzt kann ich wieder an diesen interessanten Ort. Ich muss nur vorher einmal mit ihm gesprochen haben. Der war ja Ford. Also er war nicht Ford, aber der Dude von Ford, ne? Was geht denn bei euch? Dass wir aufeinander Acht geben sollen. Sehr gut. Schön wäre, wenn die jetzt noch auf meinen Hund reagieren würden. Dann würde ich das feiern. Alter, hat hier eigentlich jeder irgendwelche Gesichtsschäden? Was hast du denn gemacht, Kleiner? War das dein Vater? Hier, was mit dir? Greift die gerade das Boot an? Mit ihrem Stein. Ich beneide dich. Du hast dein Zuhause verlassen, um Abenteuer zu erleben. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Mach es. Du könntest morgen schon tot sein.
So. Ahoi. Suchst du nach Brabus? Er ist beim Schießstand. Hinter der Lagerhalle da vorne. Okay, hier Brabus und Ave McGabe. Dann machen wir erstmal Ave McGabe. Die Namen. Habt ihr euch nur wegen der Endzeit dann auch neue Namen alle gesucht? Sind das eure Endzeitnamen? Hallo. Gut zu sehen, dass du wohl auf bist. Was kann ich für dich tun? Ja, aber alle nennen mich Riggs. Ich sorge dafür, dass die Leute da draußen sicher sind. Mein Spezialgebiet ist das Verbessern von Rüstung und Waffen. Habe ich mir schon gedacht. Bo hat erwähnt, dass du etwas Hilfe gebrauchen könntest, um wieder auf die Beine zu kommen. Zögere nicht zu fragen, wenn du etwas benötigst. Wir helfen uns hier alle gegenseitig. Selbst McCabe. Du weißt, wo du mich findest. Oh, das ist auch mal, spür die Hitze. Aha, was ist hier? Einfach nur Bunkbeds. Da könnte aber schon noch einer oben hier drauf schlafen. Also war ganz schön viel Luxusraum hier. Ava McCabe. Wobei es eigentlich super lustig ist, dass er hier in dem Ding schläft. Es gibt nun wirklich hier genug Platz. Wahrscheinlich würde ich auch einfach hier schlafen, wo es schön warm ist. Du bist eh irgendwann taub, wenn du hier arbeitest. Dann kannst du auch einfach direkt neben der Schmelze und der Schmiede schlafen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe Forschung betrieben, damals für Tears. Gott, verdammt nochmal. Hat Bo dich hier rüber geschickt oder bist du von allein hierher gestolpert? Shit. Das meinst du ernst, oder? Na gut. Also, was zur Hölle hat es mit dieser Reise auf sich? Da hast du verdammt recht. Aber so weiß ich, dass du nicht lügst. Sowas würde nur Wally jemandem sagen. Gut. Nun, der einzige Grund, warum mich die Leute belästigen, ist, weil ich weiß, wie man mit einem Hammer umgeht. Also, entweder modifiziere ich deine Waffen damit... Oder wir finden eine kreativere Verwendung. Ich sag dir was. Ich habe gehört, dass du vorhin etwas Seltsames bei deinem kleinen Ausflug aufgehoben hast. Vielleicht kann ich etwas damit anfangen. Okay. Das finde ich gut. Sie macht sich direkt beliebt bei mir. Ich kann was kaufen, immer noch nicht genug Kohle, aber sie kann was herstellen. Heilender Schuss. Auf jeden Fall eine gute Idee. Startet eine Sprengladung, die beim Kontakt mit Verbündeten explodiert und sie um 35% ihrer maximalen Gesundheit heilt. Das könnte Ede sein. This could be you, Ede Life. Wenn kein Verbündeter getroffen wird, bleibt die Sprengladung inaktiv, bis ein Verbündeter sich nähert. Super Geschichte. Was habe ich hier noch? Schuss der Erschütterung, Waffenmord, folgt eine konzentrierte Luftexplosion durch alle Ziele innerhalb von 8 Metern. Auch geil. Altmetallschuss. Feuert eine Krähenfußgranate, die explodiert und einen Bereich von 6 Metern abdeckt. Krähenfüße verursachen 20%. Ja, okay. Verlangsamung, Brandmunition, auch nie schlecht. Aber die Ganglien der Saat nutze ich doch lieber hierfür. Da kann man sich beliebt machen. In der Endzeit ist es wichtig, dass man sich beliebt macht. Und deswegen, wenn man Leute ab und zu heilt... Wir sind ja jetzt auch den Leuten, die uns geholfen haben, so, total dankbar. Das sollte bei jeder Reise helfen, auf der er dich gesehen hat. Sag Wally einfach, dass er das nächste Mal konkreter sein soll, ja? Dann sind wir hier wohl fertig, richtig? Oder brauche ich meinen Hammer nochmal? Ob sie diesen Hammer, diese zwei doppeldeutige Hammersprüche, ob sie die extra eingebaut haben, weil sie wissen, dass der Streamer es kaum vermeiden kann. Und der Chat es sehr genießt. Alle Hammer Gags rauszuhauen, die in diesem Moment, und da gibt es einige, zu euch kommen. Aber ich werde mich dem nicht hingeben. Welche Schwierigkeit spielt er? Hammerhart. Er spielt das Allerschwerste, was man haben kann. Danke. Ich antworte gerne auf eure Fragen. Kann nicht behaupten, dass das jetzt Spaß gemacht hätte. Gut, lass mal sehen, was du hast. Okay, sie kann es also immer noch. Gut, brauchen wir aber nicht. Ärgert mich einfach, wenn Leute vorbeikommen und meine Zeit für mich unterbrechen. Aber ich sag dir was. Du bist eindeutig nicht der durchschnittliche Streuner, der hier sonst so auftaucht. Also, ich mach dir einen Vorschlag. Du findest etwas Interessantes da draußen, bringst es okay. Zu. Und falls du irgendjemandem erzählst, ich sei nett zu dir gewesen, verpasse ich dir eine. Deal. Ich weiß ja jetzt, wo du wohnst. Einfach nachts einfach so ein Loch in die Wand schweißen und dann theatralisch fällt diese Klappe runter und dann kommt die Polizei und verhaftet dich, weil sexuelle Belästigung ist ganz sicher auch in der Endzeit strafbar. Aber das Bild wäre kurz für einen Moment lustig, aber ob sich das lohnt, dafür in den Knast zu gehen, keine Ahnung. Du bist ja eine richtige Matschbirne. Bleibst
dir rum, als gehörte dir der Laden. Das ist wahr, ne? So laufe ich hier wirklich rum. Der Junge, der zu der Saat spricht? Ich traue Wally nicht ein Stück. Aber ich bin auch nicht dumm genug, ihn wütend zu machen. Ich vermute, er sagte nichts Genaueres. Rix könnte mir irre, bestimmt helfen. Aber er ist nicht dumm. Ich sollte ihn mal besuchen. Und wie ich sehe, ist deine Ausrüstung ausbaufähig, um es freundlich zu formulieren. Wenn er fragt, dann sag ihm, dass ich dir das hier gegeben habe. Ja, kostenlos. Rix wird mir die Ohren voll jammern, wenn ich dich nicht als nächstes zu ihm schicke. Na gut. Geh also zu Rix. Sag ihm, dass er machen kann, was auch immer er will. Sehr gut. Also ich habe die ja jetzt schon alle... Also die Klauen hängen ja sogar hinten an der Rüstung. Das gefällt mir sehr gut. Aber habe ich die denn jetzt auch schon ausgerüstet? Weil ich... Bei den Klamotten habe ich das ja gemacht. Aber hier jetzt doch, da ist sie. Okay. Ja, wir sind ja hier am Waffenstand. Jetzt habe ich eine neue Waffe, die könnte ich direkt verkaufen. Ach, mach dir keine Sorgen wegen deiner Freundin. Die Ärztin hat schon Schlimmeres geheilt. Ich weiß das am besten. Okay. Rix könnte mir bestimmt... Das ist reassuring. Das kann doch nicht gut sein für den Rücken. Guten Tag. Entschuldige, Gesichter der Paxultec kann ich mir nicht so gut merken. Oh, es ist neu. Ich dachte, ich hätte es schon einmal gesehen. Es ist ganz schön schwer, Paxultec auseinanderzuhalten. So ohne Hufen und Hörner. Ich bin Sais Rakta Dwell. Mein Paxultec-Name ist Dwell. Ich verkaufe Kristalle aus meiner Welt. Sie machen einen Paxultec schneller, stärker und mächtiger. Sie helfen, Gegner zu besiegen. Und meine Preise sind recht fair. Man kann diese das Auto ausrüsten übrigens ausstellen, für die es machen wollen. Aber ich finde super auch, dass das von Anfang an drin ist, weil man sehr schnell merkt, ah, das ist eigentlich ganz geil, ist sehr angenehm. Weil natürlich willst du neuen Kram sofort ausrüsten. Klar, gibt ein paar Gründe, wo man es nicht machen kann, aber meistens ist es doch schon besser. So, als Option hätte ich das zum Beispiel gerne für Diablo gehabt. Mal sehen, was du herstellen kannst. Qualität, ja, mal gucken. Aber ich habe natürlich jetzt auch schon mein Geld ausgegeben. Und ja, ihr habt natürlich jetzt recht, wenn ihr sagt, das passt jetzt aber irgendwie gar nicht in dieses Spiel. Ich weiß nicht, irgendwie, es ist weird, aber ich akzeptiere es einfach mal. Wir haben nichts zum Aufwerten. Ich finde es auch schön, die Art, wie er spricht. Das erinnert mich direkt an sowas wie Mass Effect, wo er offensichtlich mit Paxultec so uns Menschen meint und halt auch uns nicht mit dem richtigen... Pronomen hier anspricht, mit richtigen, Pronomen. Warte mal hier. Ich kann nichts machen. Jetzt wollte ich aber vielleicht nochmal meine Waffen... Ah, jemand hat noch gesagt, ich wollte die verkaufen zum einen, aber jemand hat auch gesagt, dass ich nochmal gucken soll, dass die Waffen hier noch ihren, die haben noch wohl einen Modifikationsslot. Das meintet ihr wahrscheinlich, ne? Genau, der heilende Schuss, den habe ich ja gerade gekauft. Und habe ich... Ich habe nichts in der Art jetzt für meine Klaue. Nee, warte. Das ist ja interessant. Ich kann die also... Kann ich die dann doppelt benutzen? Oder... Moment, nee, ne? Ich hab die... Okay, ich kann sie nicht doppelt benutzen. Das ist... Der ist mehr Rucksack als Mensch. Ja, eher, ne? Aber er ist natürlich ein vorzüglicher Packesel. Aber ich muss sagen, dass ich... auch überrascht bin, wie die jetzt hier eigentlich in diese Welt passen. Aber ich akzeptiere das. Das hat sicher in der Geschichte irgendeine Relevanz und wird auch sicher noch erklärt werden. Aber deswegen, unser Held ist so ein bisschen still bei alledem und so richtig versteht man es noch nicht. Jetzt bin ich ja wieder hier. Ich bin aber auch dumm gelaufen. Ich will nämlich zum... Genau, hier will ich ja eigentlich hin. Zum alten Mann, der mir den Weg versperrt. Und ihr sagt, muss ich noch irgendwas machen? Vielleicht mal gucken. Waffenmodul rein. Habe ich ja, Waffenmodul. Habe ich, glaube ich, wenn das eine Ding ist, schon gemacht, ne? Ist es das, was ihr meint? Das Waffenmodul? Kann mal gucken. Ja, oder? Ich nehme an, das meint ihr. Mehr habe ich halt nicht. Wenn, dann müsste ich vielleicht noch irgendwo eins herkriegen. Ich könnte auch noch Sachen verkaufen. Habe ich kurz überlegt.
Zu Riggs gehen wir jetzt. Also allein, dass der Hund physisch anwesend ist, macht mir schon direkt Freude. Hey, du. So, Waffe aufwerten. Ich schätze, er hat nicht gesagt, warum? Ja, das klingt wie Brabus. Nun gut, ich habe meine Spezialisierungen. Ich denke, ich weiß, was er meint. Komm zu mir, wenn du deine Ausrüstung verbessern willst. Ich will meine Ausrüstung verbessern. Dann nehme ich jetzt mal die Klauen. Ja, ich glaube, das ist gut. Ich habe also die Heilwaffe und die Klauen, da ist schon mal was drin, wenn man die dann auch benutzen kann. Und sonst hängen die immer nur dabei. Und so ist übrigens die Nahkampfwaffe. Er macht die sehr schnell, zieht er die an, aber sieht geil aus. Mein Gott, das ist mein Cosplay. Das ist ein Cosplay, was ich gerne anhätte, nur wegen den Handschuhen. Da kannst du natürlich ganz schwer dich mal am Rücken kratzen oder jemandem eine Massage geben. Das ist vielleicht gut. Alle Sextäter sollten vielleicht solche Handschuhe kriegen. Nee, Moment, da werden ja wieder andere geschädigt. Die sollten die Messer nach innen haben, dass wenn sie jemandem eine ungefragte Massage geben, dass sie dann diese Klauen abkriegen. Selbst. Puh, gerade nochmal das Ruder rumgerissen. Ich glaube, bei ihr kann ich nichts mehr machen, ne? Aber vielleicht kann ich meinen alten Kram verkaufen. Dann lass mal sehen. Ich habe ja immer nur nichts. Aber ich dachte, die Waffen, die ich habe, die kann ich doch verkaufen. Okay. Aber scheinbar geht es nicht. Gut. Kann ich mit leben. Gehen wir wieder raus. Hierhin. Ich bekomme langsam ein Gespür für diese Welt. Also für die Architektur des Levels. Hier ist der Schießstand. Jetzt haben wir aber, glaube ich, alles. Ford müssen wir noch bequatschen. Da ist er ja. 1500 für das nächste Modul. Wolverine im Baseballstadion. Ja, das trifft es ganz gut. Bereit. Sollen wir losgehen oder gibt es da noch Dinge, die du erledigen musst? Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Hier entlang. Okay, jetzt geht's endlich los. Riecht doch immer nach zu Hause. Hier, nimm schon. Einfach Kurbel, dann funktioniert sie. Das war früher eine Forschungseinrichtung. Erste Klasse. Wir haben hier unten Dinge vollbracht, von denen andere nicht mal träumen würden. Weder damals noch heute. Doch obwohl wir jede Menge gutes Personal hatten, hatten wir keine Ahnung, was die Steine wirklich waren, bevor es zu spät war. Die Steine? Die Weltensteine. Riesige rote Kristalle, die uns andere Welten sehen lassen. Oder sogar Reisen dorthin ermöglichen. Hätten wir also die Steine einfach verstecken und hoffen sollen, dass die Sowjets keine gefunden haben? Nein. Wir mussten alles über sie herausfinden. Es war eine Frage der nationalen Sicherheit und des Stolzes. Also, ja, wir haben die Tür geöffnet und sind durchgegangen. Aber auf der anderen Seite hat etwas gewartet. Es begann nicht sofort. Die Einwohner der Welten, zu denen wir gingen, konnten uns nicht folgen. Wir dachten, wir wären sicher. Abgeschlossen, wie? Nun, das ist mein Haus. Komm, ich habe Alan ein paar Dinge für den Notfall gegeben. Sie muss sie hier irgendwo versteckt haben. Komm schon, Ellie. Wo hast du sie versteckt? Ah.
Ja, wo ist denn der Schlüssel? Hundi, wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Guter Hund. Das rote Ding. Wir nennen es Drachenherz. Frag mich nicht, warum. Nimm es mit. Vielleicht kannst du es brauchen. Nein, toller Hund wird erlaubt. Genau. Wollte jemand, also, wäre jemand beinahe geblockt worden das Kommentar geblockt worden, weil jemand Hund sagt. Hund muss bei mir auf jeden Fall gesagt werden können. Weil das impliziert ja in keinstem Falle eine Beleidigung, außer von Leuten, die keine Ahnung haben, weil das einfach eine der besten Lebewesen auf der ganzen Welt ist und wir den gar nicht verdient haben. Einen solchen treuen Gefährten, der alles macht für uns und solche tollen Jobs macht und wirklich alles für uns tun würde, solange wir ihn füttern und streicheln. Manchmal sogar nicht mal dann. Okay. In meiner Liebe zum Hund habe ich, glaube ich, bisschen die Location gerade übersehen, wo es hier eigentlich weitergeht. Okay, nee, das geht jetzt wieder zurück, ne? Dann ins Rote. Hunde sind die besseren Menschen. Ah, aber hier war kein Durchgang. Deswegen, ja genau, hier war nur die Hütte. Aber das sieht halt so aus, schon als könnte man hier nochmal in der Halle irgendwie weiter. Wenn ich hier so runtergehe... Ja, ich glaube schon. Da bist du ja. Beeil dich. Ja, hab die Tür vergessen. Ich dachte, du führst mich da oben jetzt irgendwie durch irgendeinen Nebengang. Aber stimmt, wir haben ja hier das Drachenherz geholt. Hey, sieh dir die Streichholzschachtel an, die du gefunden hast. Ich habe da eine Vermutung. Ich auch. Sehen wir zu, dass wir diese Tür aufbekommen. Wir können hier nicht den ganzen Tag herumstehen. Dieses Ding muss 100 Jahre oder älter sein. Das erinnert mich daran, dass wir gleich mit Ede noch spielen wollten. Worauf wartest du? Ich musste kurz den Gag machen, kurz. Warte, lass mich doch mal. Du bist nicht alleine hier. Wie kann es sein, dass er nicht kaputt oder verloren gegangen ist? Auch wieder Ede. Kann etwas so Kleines wirklich Zugang zu einer vergessenen anderen Welt gewähren? Ey, bin ich? Ich lache mich hier kaputt, weil ich das alles auf Ede beziehe. Lass mich doch mal, alter Mann, du verstehst das nicht. No, hab ich schon jetzt benutzt. Worauf wartest du? Der Weltenstein, ja. Oder zumindest ein Teil davon. Jeder Splitter ist so nützlich wie das Gesamte. Nachdem Haskard starb, haben wir ihn stillgelegt. Wie ich Alan damals sagte, das verdammte Ding ist gefährlicher als nützlich. Ich finde diese Tasche cool, die er so in Schritthöhe hält. Die so noch so Flunsen bis unten hat. What the fuck? Nun, mal sehen, ob es funktioniert hat. Ob was genau funktioniert hat. Was zur Hölle? So viele Jahre. So viele Reisen. Ich frage mich, ob Andrew Ford, der diesen Kristall als erster berührte, je zurückgekehrt ist. Das ist der Raum aus Teil 1. Okay, danke. Wo soll diesen Ort versiegeln? Er soll ihn nicht nur unzugänglich machen, sondern ihn mit Sprengstoff unter einem Grab aus Stein beerdigen. Gefährlicher als nützlich, Fremdling. Vergiss das ja nicht. Ford? Ford? Ford! Oh Mann, Bo wird echt angepisst sein.
Dieser Bastard hat's geschafft. Er hat ihn wirklich erweckt. Clementine? Hey. Hat er dir gesagt, wie man ihn verwendet? Nein. Ich das überhaupt? Ein System ausfällt. Der Kern wurde kompromittiert. Die Versorgung ist erforderlich. Beginn der Übergabe. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Nachdem wirklich zwei Leute einfach vaporisiert wurden vor deinen Augen, ohne erkennbaren Erfolg von dem, was sie da jetzt versucht haben, würde ich nicht hinterhergehen. Ah, jetzt kann also der Ede. Los geht's. Danke übrigens an Nikola, der euch auch gerade erklärt hat, wenn ihr irgendwas für ein Best-of in diesem Stream, passiert wahrscheinlich sehr selten. Deswegen, wenn es passiert, könnt ihr das mit Ausrufezeichen Best-of. Also wenn ihr an was Gutes denkt, denkt an Ausrufezeichen Best-of. Wenn ihr denkt, die Mara, die könnte das wunderbar reinschneiden, Ausrufezeichen Best-of. Außerdem, sagt mal Ede, dass ich jetzt hier dabei wäre. Ede ist auch gleich ready. Okay, dann warte ich noch auf ihn und mach kurz, gehe ich kurz aufs Klo oder so. Und gebe euch kurz den Stuhlsong. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Oder ich hole mir erstmal einen Kaffee. Also, Junge. Jetzt echt schwarzer Kaffee, oder? Junge. Der schmeckt richtig. Richtig lecker schmeckt der. Echt jetzt. Ich hole mir einen Kaffee. Bis gleich. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen da!